Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Review bzw. zu einem Unboxing-Video zum neuen THL T6 Pro Smartphone. Vor kurzem hatten wir ja schon das THL T6S einmal in der Review. Jetzt kam die erweiterte Variante raus mit einem etwas besseren Prozessor, mit dem MTK6592M Octa-Core mit 1,4 GHz. Die Kamera soll sich etwas verbessert haben, 1 GB RAM, 8 GB ROM. Das Ganze hat kein LTE, allerdings UMTS natürlich auch. Wir schauen mal, was alles in der Box ist. Schöne weiße Box. Dort finden wir auch als allererstes das Smartphone. Ja, gut verpackt. In einer Hülle extra. Und mal gucken, ob wir das da rauskriegen. Oh, ja, Wahnsinn. Aha. So, da haben wir eine durchsichtige Plastikhülle noch. Hier das Handy. Da schauen wir uns gleich nochmal weiter an. Was haben wir noch alles in der Box? Einen Quick Start Guide in Englisch hatten wir beim THL T6 auch schon bei der ersten Version. Das Label, einen USB mit Micro-USB Anschluss, einmal In-Earphones mit Rufannahme. Keine Weiterleitung, wie ich sehe, bei MP3, also kein Vorwärts-Zurück. Und einen europäischen Standard-Charger für den USB, wie man sieht. Okay. Packen wir das erstmal zurück gerade. Und schauen uns noch einmal kurz das Handy an. Folie entfernen. So, da haben wir schon das Handy. Oben der Kopfhöreranschluss 3,5 mm. Dann noch den Micro-USB-Anschluss. Auf der Rückseite finden wir dann die 8-Megapixel-Kamera mit LED-Flash. Unten finden wir die Boxen. Technology Happy Life, was uns THL hier versprechen will. Dort kann man das Cover abnehmen. An der Seite ein etwas preisgünstigerer Power-Button. Und genauso auf der anderen Seite die Wippe. Man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, die ist durchsichtig und auch aus Kunststoff. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Aha. Das ist eine 1900 mAh Batterie. UMTS Phone, THL T6 Pro. Dann kommt auf der einen Seite die SIM-Karte hinein und dann haben wir noch einen Anschluss für die MicroSD-Karte. Eine Karte davon ist die UMTS-Karte. So, dann schauen wir uns mal kurz an, was beim Starten passiert. Und im nächsten Video danach geht es natürlich darum, dass wir euch mal die Performance zeigen, die Benchmarks des THL. Ne? Ah, okay. Es startet. Man ist hier mal nicht sicher, wie viel Batterie auch wirklich drin ist in dem Gerät. Ausgestattet ist das Handy mit Android 4.4.2. Letzte Version also. Wie gesagt, MTK6592M Octa-Core mit 1,4 GHz, 1 GB RAM, 8 GB ROM, 5 Zoll IPS HD-Screen mit einer Auflösung, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher von 1280x720, aber das werde ich nochmal recherchieren, beziehungsweise das werden wir auch im Test dann sehen. GPS, AGPS, alles vorhanden, ist natürlich ganz klar.
Das ROM müsste Multilanguage sein. SIM-Karten haben wir noch keine drin. Installiert ist Launcher 3, Google Now Launcher und Apex. Schauen wir uns einmal an. Gehen einmal kurz in die Einstellungen. Ein paar Apps natürlich schon vorinstalliert bei dem Handy. Schauen wir uns auch mal an über das Telefon. Wie ich schon erwähnt habe, Android 4.4.2. Octuple Core. Gut, alles weitere sehen wir dann in der Review. Viel Spaß noch. Tschüss.